Ich werde ständig nach Einzelpersonen gefragt. Der einzige Weg zu gewinnen ist als Team. Beim Fußball geht es nicht um ein, zwei oder drei Sterne. Wenn man den Leuten keine Bildung gibt, ist es leicht, sie zu manipulieren. Sie müssen die Menschen respektieren und hart arbeiten, um in Form zu bleiben. Und ich habe sehr hart trainiert. Als die anderen Spieler noch im Training an den Strand gingen, war ich da und habe den Ball getreten. Ich vertrete Brasilien auf der ganzen Welt. Wo immer ich hingebe, muss ich mein Bestes geben, um die Brasilianer nicht zu enttäuschen. Und das habe ich getan. Als Fußballer habe ich mich mit Fußballern umgeben. Wir waren alle Freunde. Aber in Brasilia weißt du nicht, wer deine Freunde sind. Es kann ein gefährlicher Ort sein. Manchmal liege ich nachts wach und frage mich, warum ich immer noch so beliebt bin, und ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Als ich in den Ruhestand ging, hatte ich damals viele Vorschläge, in Europa, England, Italien, Spanien, Mexiko zu spielen. Aber ich habe Nein gesagt. Nach 18 Jahren möchte ich mich ausruhen, weil ich in Rente gehen möchte. Natürlich war mein Vater Fußballspieler. Er hat früher sehr gut gespielt. Dann, als ich jung war, 8 oder 9 Jahre alt, 10 Jahre alt, wollte ich einfach nur wie mein Vater sein. Jeder kennt mein Leben. Ich habe viele Turniere gewonnen und mehr als 1000 Tore geschossen. 3 Weltmeisterschaften gewonnen. Aber bei den Olympischen Spielen konnte ich nicht spielen. Als ich Sportminister in Brasilien war, versuchte ich ein Gesetz zu erlassen, das die Vorsitzenden von Clubs wie andere Unternehmen dazu zwingen würde, ihre Konten offen zu legen. Es wurde abgelehnt. Aber ich denke, es ist eine wichtige Geschichte, die einen guten Film machen wird. Ein Elfmeter ist eine feige Art, ein Tor zu erzielen. Ja, ich habe viele geschäftliche Interessen, aber ich arbeite nicht für irgendjemand und wähle die Unternehmen sehr sorgfältig aus. Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, mit 2 Menschen in meinem Herzen zu leben. Edson hat Spaß mit seinen Freunden und seiner Familie, der andere ist der Fußballspieler Pelé. Ich wollte den Namen nicht. Pelé klingt auf Portugiesisch wie Babysprache. Zweifellos verdiene ich mit meinen Empfehlungen mehr Geld, als ich jemals beim Fußballspielen verdient habe. Wenn Sie gegen schmutzige Spieler oder sehr harte Spieler spielen, ist es leicht zu entkommen, weil Sie wissen, was Sie tun werden. Aber wenn der Spieler hart, aber intelligent ist, ist es viel schwieriger. Wenn ich eines Tages sterbe, bin ich glücklich, weil ich mein Bestes gegeben habe. Mein Sport hat mir so viel ermöglicht, weil es der größte Sport der Welt ist. Begeisterung ist alles. Sie muss straff und vibrierend sein. Wie eine Gitarrensaite. Wohin Sie auch gehen, es gibt 3 Ikonen, die jeder kennt. Jesus Christus, Pelé und Coca-Cola. Die erste Weltmeisterschaft, an die ich mich erinnere, war 1950, als ich 9 oder 10 Jahre alt war. Mein Vater war Fußballspieler und er gab eine große Party.
Und als Brasilien gegen Uruguay verlor, sah ich meinen Vater weinen. Der Fallrückzieher ist nicht einfach. Ich habe 1301 Tore geschossen. Und nur zwei oder drei waren Fallrückzieher. Ich glaube nicht, dass ich ein sehr guter Geschäftsmann bin. Ich handle zu sehr mit meinem Herzen. Sport ist für junge Leute sehr inspirierend. Alles auf der Erde ist ein Spiel, eine vorübergehende Sache. Wir alle enden tot. Am Ende enden wir alle gleich, nicht wahr? Brasilien isst, schläft und trinkt Fußball. Es lebt Fußball. Pelé stirbt nicht. Pelé wird niemals sterben. Pelé wird für immer weitermachen. "1962 war meine Verletzung nicht auf Gewalt zurückzuführen. Ich habe gerade den Ball getreten und es ist passiert. Und das war in Ordnung, denn Brasilien hat gewonnen. Ich hatte keine Schwierigkeiten, das zu akzeptieren. Ich habe immer noch eine Medaille bekommen, weil ich zwei Spiele bestritten hatte. Edson ist die Person, die Pele unterstützt. Edson ist die Basis. Pelé kommt einfach und fügt das Gesicht hinzu. Das Fußballniveau in England ist top. Der englische Fußball ist weltweit führend. Um ein Stürmer zu sein, muss man gut in Form sein. Die WM ist ein sehr kompliziertes Turnier. 6 Spiele, 7, wenn man es ins Finale schafft. Und vielleicht, wenn man ein Spiel verliert, ist man raus. Selbst wenn man der Beste ist. Die Weltmeisterschaft ist ein sehr wichtiger Weg, um die guten und großen Spieler zu messen. Es ist ein Test für einen großartigen Spieler. Ich muss etwas vertrauen, das mir Macht gibt. Ich muss an etwas glauben. Aber in meiner Karriere habe ich viele Momente, die ich mit Gott nicht erklären kann. Ich denke immer, dass ich Schauspieler geworden wäre, wenn ich kein Fußballspieler gewesen wäre. Lionel Messi ist ein wunderbarer Spieler. Sehr geschickt, hochintelligent. Er ist nicht gut in der Luft. Erfolg ist kein Zufall. Es ist harte Arbeit, Ausdauer, Lernen, Studieren, Opfer und vor allem Liebe zu dem, was sie tun oder lernen. Viele Leute denken, wenn ein Mann viele Tore schießt, er ist ein großartiger Spieler, weil ein Tor sehr wichtig ist. Aber ein großartiger Spieler ist ein Spieler, der auf dem Feld alles kann. Er kann Hilfestellung geben, seinen Kollegen ermutigen, ihnen Zuversicht geben, um voranzukommen. Es ist jemand, der, wenn es einem Team nicht gut geht, einer der Führer wird. Ich hatte immer eine Philosophie, die ich von meinem Vater bekommen habe. Er sagte immer: Hör zu. Gott hat dir die Gabe gegeben, Fußball zu spielen. Dies ist ein Geschenk von Gott. Wenn du auf deine Gesundheit achtest, wenn du die ganze Zeit in guter Verfassung bist, wird dich mit deiner Gabe von Gott niemand aufhalten. Aber du musst vorbereitet sein.
Danke fürs Ansehen, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und zu liken, achte auch auf die Videos, die du auf dem Bildschirm siehst.